Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ölen, schmieren, was auch immer wir heute eine Runde. Aber es ist ach so. Ja. Wir ölen heute eine Runde und unterschiedliche Hölzer. Und worauf ihr da achten müsst, das zeigen wir euch in diesem Video. Wie immer geht es nach dem Intro los. Nach dem Intro geht's los, genau. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Heute schmieren bzw. ölen wir eine Runde, wie Steffi gerade schon gesagt hat. Ihr kennt wahrscheinlich meinen Partner Salkos Hartwachsöl bzw. einen Farbhersteller. Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch alle Produkte, die du dafür verwendest oder benötigst. Wir wollen heute mit euch Schritt für Schritt zeigen, worauf du achten musst, wenn du eine Holzoberfläche ölen möchtest. Du hast ja auch schon die letzten Jahre bei mir ab und zu mal das ein oder andere Möbelstück Brett geölt, ne? Und Jahre gleich. Ja, bist du schon ein paar Jahre dabei, ne? Paar. Nein, anderthalb, ganz genau. Anderthalb, ja. Okay, ja. Und es ist eigentlich recht einfach, ne? Also ihr braucht davor keine Angst haben, man muss halt ein paar Sachen beachten und das wollen wir euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt hier unterschiedliche Hölzer mal, ein paar Materialien da liegen. Es sieht viel aus, aber letztendlich brauchst du nicht wirklich viel, ne? Ich habe jetzt hier meine Platte vorbereitet, die habe ich jetzt schon mal geölt. Das ist die rohe Oberfläche. Hier habe ich auch ein Stück Vollholz-Eiche. Die Seite ist geölt. Wenn du die mal anfährst, merkst du, dass sie so leicht rau ist. Haben sich die Fasern schon aufgestellt? Richtig, die ist glatt. Und hier haben wir nochmal ein Stück Brett. Das hat von der Struktur ist es ziemlich riffelig. Oh, schön. Und das ist ein Stück von David sein Bett, was wir gebaut haben. Ach, da hast du das mit dieser Drahtbürste bearbeitet? Richtig. Cool. Das Video dazu verlinken wir euch mal hier oben. Ja. Und da gibt es auch ein, zwei Sachen zu beachten, ne? Wie du das Öl da auftragen kannst. In der Regel ist es so, bevor wir eine Holzoberfläche, ob es jetzt ein Massivholz ist, eine Platte, wie jetzt hier, das ist ja auch eine Leimholzplatte oder ein Brett, sollte es vorweg staub- und fettfrei sein. Ja, logisch. Warum, weshalb? Ja, damit das Öl einfach gut aufgenommen werden kann und da nicht der ganze Rotz dazwischen ist, ne? Genau, ansonsten hast du irgendwelche Fettflecke, weil das Öl gar keine Bindung mit dem Holz eingehen kann. Ganz, ganz wichtig. In der Regel, wenn man jetzt ein Möbelstück hat, schleift man das auch. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Tisch habt oder sowas in der Art, dann müsst ihr natürlich diesen Tisch abschleifen. Also je nachdem, was ihr für eine Oberfläche habt, wie glatt die sein sollte, fangt ihr mit 80er, 100er, 120er, arbeitet euch hoch bis 180er, bis ihr dann zufrieden seid und sagt, jawohl, das ist meine Oberfläche, so kann sie bleiben und jetzt kann ich loslegen mit dem Ölen. Und dann staubfrei machen. Genau. Ganz, ganz wichtig ist dann, die Oberfläche abzusaugen, weil die Holzfasern, im Grunde schleifst du ja mit einer Maschine das Holz runter und dadurch stellen sich halt Holzfasern flach gedrückt. Und wenn ihr dann die Oberfläche ölt, dann stellt sich das Ganze wieder auf und habt ihr eine raue Oberfläche, wie jetzt hier, die ist ziemlich rau. Genau. Und dadurch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir halt versuchen, die Holzfasern abzusaugen. Das bekommt ihr nicht immer komplett hin. Also es werden sich immer ein, zwei Holzfasern aufstellen. Aber ihr solltet die wirklich fett und staubfrei bekommen, die Oberfläche. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Ölen. Genau. So, und zum Schleifen könnt ihr natürlich auch wieder unterschiedliche Werkzeuge benutzen. Einmal diesen Exzenterschleifer, maschinell natürlich, oder eben auch per Hand. Da haben wir diese von Wolfcraft hier, diese schönen runden Dinger. Es gibt auch die länglichen, wo man das Schleifpapier einspannen kann. Und dann eben einfach per Hand. Per Hand ist es wichtig, immer bei dem Holz in die Faserrichtung zu schleifen. Ne, so wie hier. Damit man einfach nicht die Spuren vom Schleifen sieht, sonst habt ihr da ja die Kratzer drin. Du kannst das ja mal zeigen, ne? wenn man jetzt quer schleift. Jetzt quer, hat man die Kamera. Da sieht man das so. Und längs sieht man das halt nicht, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, da ist es. Ja, man sieht die Schleifspur, aber du siehst halt keine Ritzen oder. Genau. Ja, weiß schon Bescheid. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, wie gesagt, die Oberfläche säubern. Ich verwende jetzt hier ein Premium-Hartwachsöl. Es gibt wirklich unterschiedliche Öle von Salkos. Wie gesagt, werden wir euch unten die Homepage verlinken, sowieso auch ein paar Öle, die wir jetzt verwenden. Und dann ist es halt so, die Oberfläche ist jetzt ziemlich dreckig, aber ist nicht schlimm. Das Ganze ordentlich umrühren und dann Einweghandschuhe verwenden. Beim Schleifen solltet ihr natürlich auch
einen Mundschutz und Gehörschutz tragen, wenn ihr das Öl auftragt. Dann braucht ihr natürlich keinen Mundschutz. An sich ist ein Öl nicht gesundheitsschädlich. Ne? Aber von Hersteller zu Hersteller ist das Ganze unterschiedlich. Lest euch wie immer hinten die Bedienungsanleitung durch, beziehungsweise die Gefahrenschilder. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, wie gehen wir bei? Wir nehmen uns jetzt zum Öl auftragen. Nehme ich meistens immer am liebsten ein Baumwolllappen oder ein Tuch. Ist das Baumwolle? Ja, ne? Mhm. Worauf ihr achten solltet, ist, dass das Ganze... Das? Ja. Beim Tuch? Ja. Was sauber ist. Naja, sauber, ja klar, auch fettfrei und fusselfrei. Ach so, ja, logisch. Sonst hast du nachher überall die Fusseln und du ärgerst dich und ziehst dann, ihr kennt das wahrscheinlich bei günstigen Holzpinsel oder Pinsel, dann habt ihr die Fäden immer. Ne? Mhm. Was ihr verwenden könnt, wir haben jetzt auch hier Pinsel unterschiedlichen Größen. Ich wollte gerade sagen, ich mache es auch gerne mit einem Pinsel. Ihr könnt es gerne mit einem Pinsel auftragen, bei solchen Oberflächen, das geht auch. Beispielsweise, wir hatten ja vorhin dieses Stück Holz. Ne? Ja, da ist es logisch, da kannst du eigentlich nur einen Pinsel nehmen. Wenn du da mit Lappen drauf gehst, bleibst du hängen, ziehst du Fäden. Ja, du kriegst ja auch in die Spuren das nicht richtig eingearbeitet, ne? Genau. Bleibst ein bisschen auf der Oberfläche. Und dann nimmst du halt einen Pinsel und kannst das schön satt auftragen. Genau. Das gleiche ist auch dort, da kannst du es belegen. Wenn ihr wirklich ganz, ganz große Oberflächen habt, dann könnt ihr auch eine Rolle nehmen. Ne? Mhm. Habe ich jetzt bei dieser Werkbank beispielsweise verwendet. Weil ich wollte gerade sagen, bei großen Flächen macht sich das schon echt. Genau. Möchtest du auch Einweghandschuhe haben, in Schwarz, passend zu deinem Outfit? Bis hier. Ganz in Schwarz. Übrigens habe ich hier auch meine kleine Farbpalette mitgebracht. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Farbtöne, die ihr verwenden könnt. Aber das ist schön. Sehr schön. Zum Beispiel das Graue hier, ne? Oder hier Schwarz. Oder das ganz hell. Das ist auch schön. Das haben wir schon mal gehabt bei den Schreibtischen, oder? Ich glaube, ja. Ja. Video dazu verlinken wir euch mal hier oben. Und dann ist es so, ich mache das immer ganz gerne so, dass ich mir dieses Baumwolltuch nehme und mir einen Ballen forme. Ein Knollenballen, ne, so. Und dann tupfe ich das ein. Möchtest du das machen? Mhm. Dann tupfen wir das Ganze ein und dann tragt man, genau, das tragt man schön satt. Das ist jetzt zum Beispiel zu wenig, ne? Also richtig schön satt. So, dass es schwimmt, das Öl, ne? Genau. Also es soll immer schön satt und ein bisschen, ja. Das Schöne ist einfach bei Öl, ihr seht das jetzt auch, dass die Maserung, die Struktur kommt richtig schön zur Geltung. Ja, ne? Das stimmt. Und du siehst, wie schnell das Ganze jetzt eingezogen wird. Ja. Es ist echt Wahnsinn. Genau. Und das ist ein Zeichen, dass ihr nochmal jetzt nachsetzen müsst, weil das Öl sollte... Saugt schon so viel auf. Genau, ne? Es sollte wirklich schwimmen da drauf, die ersten 30 Minuten. Ach, da soll es schon richtig... Es soll richtig schön satt aufgetragen werden. Mhm. Okay. Und was dann zu viel ist am Ende, das nehmen wir dann mit dem Tuch ab, das Ganze ist jetzt wirklich schön satt aufgetragen. Wir zeigen das mal den Zuschauern. Mhm. Ihr seht richtig, dass es schön glänzt und spiegelt. Mhm. Und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 30 Minuten einziehen, 30 bis 45 Minuten. Ne? Mhm. Dann nehmen wir uns einen sauberen Baumwolltuch und ich mache es mal vor. Mhm. Und dann ziehen wir einfach das überschüssige Öl ab. Einfach abziehen und dann lassen wir die Oberfläche wirklich trocknen. Mhm. Je nach Hersteller, je nach Raumtemperatur, je nachdem, wie viel Sauerstoff in der Luft ist. Öl braucht, um abzubinden und beziehungsweise sich zu vernetzen, braucht es viel Sauerstoff. Mhm. Und ich sag mal so in der Regel 1 bis 2 Tage, dann ist die Oberfläche trocken, wie in dem Falle jetzt. Mhm. Wir merken ja schon, die ist ziemlich rau. Ja. Und damit können wir dann gleich weitermachen. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist, die ölgetränkten Lappen nicht einfach in die Ecke werfen. Ich weiß, ist schon manche Werkstatt, vor allem bei Leinölfirnis, dieses Öl, ist wirklich sehr hoch entzündlich. Oh. Und je nach Hersteller sind auch verschiedene Substanzen oder Materialien da drin. Mhm. Und ich empfehle, also erkundigt euch bei euch in der Umgebung, wie ihr sowas entsorgen könnt. Ich mache das immer so, dass ich die in ein Gefäß mit Wasser lege und erstmal da drinnen lasse. Ne? Wie ihr entsorgen müsst, müsst ihr euch selber erkundigen. Da möchte ich jetzt nicht zu sagen. Vielleicht gehen wir falsche Angaben und irgendeine Werkstatt brennt. Ne? Oh. Genau. Ja. So, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, und zwar das Öl einschleifen. Genau, es gibt einen kleinen Trick. Ihr könnt... Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mit einem Exzenterschleifer oder mit einem Schleifklotz oder Schleifpad das Öl einschleifen. Bernd, das heißt, wenn ihr das Öl aufgetragen habt, soll es natürlich jetzt nicht so schwimmig sein. Es gibt nämlich eine große Sauerei. Wir haben ja gesagt, das Öl soll schön schwimmen auf der Oberfläche. Mhm. Es sollte dann schön gesättigt sein, das Holz, aber nicht schwimmen. Und dann nehmt ihr einfach diesen Schleifpad hier. Das heißt, ich nehme es vorher schon mit dem Lappen ab. Ja, so ganz leicht. Und dann nehmt ihr dieses Schleifgerät, du siehst es hier, das Öl ist hier drin, das setzt sich auch ziemlich schnell zu. Mhm. Das hat aber vom Vorteil, dass wir das Öl förmlich
in die Poren, in die Fasern hineinschleifen. Echt? Okay. Genau. Das sorgt einfach für eine schöne, satte, kräftige Oberfläche. Das Öl geht schön rein in die Oberfläche, in die Holzoberfläche. Okay. Ne? Könnt ihr machen, müsst ihr nicht, so wie ihr möchtet. Ne? Und spart man sich dann ein nochmaliges Auftragen vom Öl? Oder? Nein, das muss man dann nochmal machen. Ne? Jetzt haben wir hier diese Oberfläche, die hat sich ja jetzt ziemlich, ist ziemlich rau. Und die müssen wir jetzt zwischenschleifen. Das sind ja, wie gesagt, schon anfangs erwähnt, die Holzfasern, die sich aufgestellt haben. Genau. Nein, nein, sag mal, doch nicht damit. Dazu gibt es hier solche Schleifschwämme, Schleifpads, nee, wie nennt man das? Schleifschwamm, ne? Schleifschwamm, ne? Gibt es in flach, in unterschiedlichen Körnungen, hier bei 60, 100, 180er. Gibt es auch hier in etwas dick. Und damit geht ihr einfach jetzt bei, ich würde jetzt hier mit 120er anfangen, je nachdem, wie fein ihr die Oberfläche geschliffen habt. Wir haben jetzt hier einen 180er verwendet, da kannst du theoretisch auch... Das ist ein 300er oder was? Nee, nee, das... 3, was ist das? Das ist hier ein 180er, ganz, ganz fein. Mhm. Das nehmen wir jetzt auch. Und damit schleifen wir die Oberfläche auch wieder in Faserrichtung. Ja, schleifen wir. Ups. Ja, ich würde halt nicht in Kreis bewegen, ja, das ja. Ganze machen. Ich wusste schon, dass du das sagst. Okay. Und du siehst es auch hier, die Oberfläche ist schön glatt. Und wir haben hier auch wieder schön Schleifstaub, der sich absammelt. Mhm. Das Ganze müssen wir natürlich dann auch wieder absaugen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze, es gibt auch solche Pinsel, ne, das Ganze abpinseln. Na, oder geht es mit dem Tuch vielleicht auch? Nee, würde ich nicht machen. Nee? Nein, ich würde es. Weil du es dann nochmal einarbeitest oder was in die Poren? Ist es dann nicht so gut mit dem Tuch? Richtig, weil du den Schleifstaub wieder einarbeitest. Ich würde den Wengen dann absaugen oder mit einem Pinsel das Ganze entfernen. Und dann wiederholt sich eigentlich wieder der Vorgang. Wir nehmen unser Lappen und tragen das Ganze auf. Diesmal nicht zu viel Öl, sondern so, dass die Oberfläche schön gesättigt ist. Und dann ziehen wir auch gleich das Öl ab. Weil was passiert, wenn wir zu viel Öl jetzt auftragen? Das ganze Öl bleibt auf der Oberfläche, wird nicht mehr eingesogen wahrscheinlich, richtig. Und wird ranzig. Es wird ranzig. Das heißt, du kannst dann 2-3 Wochen erwarten. Das Öl hat dann ist dann sehr dickflüssig, es hat dann nicht mehr diese Oberflächengüte oder die du haben wolltest, die du beabsichtigt hast. Ja, weil es einfach zu viel ist. Und ne? Dann, für alle die, die den Fehler gemacht haben, habe ich jetzt 1-2 Kommentare mal bekommen, ist schon mal vorgekommen. Es bleibt euch nichts anderes übrig, das Ganze dann abzuziehen. Ihr nehmt eine Abziehklinge und zieht das in Faserrichtung ab. Okay. Und dann, Schleifen reicht dann nicht, weil dann... Je nachdem, wie dick das ganze Öl ist. Und nach dem Abziehen musst du auch für das Ganze wieder schleifen. Runterschleifen quasi und den Arbeitsschritt wiederholen. Mhm. Deswegen ist dir da wirklich Vorsicht geboten, nach einer halben Stunde das überschüssige Öl wirklich abziehen. Mhm. Ne? Im Grunde leicht nebelfeucht sollte das dann so sein. Du siehst jetzt hier, das Ganze ist feucht und das genügt auch schon aus. Ne? Okay. Und das lässt du jetzt auch wieder 1-2 Tage trocknen. Okay. Wichtig ist natürlich auch beim Ölauftragen nicht, dass du sie wieder quer der Faser aufträgst. Nee, mit der Faser. Sonst hast du auch nachher wieder hier, wie du siehst, so kleine Riefen drin. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, mit der Faser das Ganze trocknen lassen. Mhm. Und wer möchte, kann den Vorgang dann wiederholen. Dann nimmt ihr beispielsweise ein Schleifpad von 220er Körnung. Oder es gibt auch hier solche Polierpads. Mhm. Ne, werden wir euch unten auch verlinken. Das ist so eine Stahlwolle, ganz, ganz fein. Ja. Okay. Und damit kannst du das Ganze auch wieder zwischenschleifen, absaugen und das Öl auch wieder auftragen. Und dann ist es wie Babypopo, ne? Schön glatt, genau. Kommen wir nochmal zurück zum Polierpad. Wenn ihr bereits einen Esszimmertisch oder einen Couchtisch oder einen Holztisch habt, der geölt ist, man sollte so ein Öl alle 2-3 Jahre den Ölfilm nochmal auftragen. Und da genügt es, wenn ihr so ein Polierpad nimmt, die Oberfläche leicht anraut, absaugt, beziehungsweise mit einem feuchten Lappen abwischt, das Ganze trocknen lässt. Und dann könnt ihr mit einem Baumwolltuch auch wieder beigehen, das ganze Öl schön auftragen und dann ist eure Oberfläche wieder schön gesättigt und frisch versiegelt, kann man sagen. Aber wenn du vorher mit Feuchtigkeit stellen sich dann nicht wieder die Fasern auf? Ja. Dann musst du ja erst wieder schleifen und dann ölen. Richtig? Ja, du, also quasi ist es so, du raust ja die Oberfläche mit dem Polierpad auf oder an. Und wenn du dann die sauber machst und mit Feuchtigkeit? Ja, du kannst sie auch absaugen. Du kannst aber auch mit einem leicht feuchten oder nebelfeuchten Lappen das Ganze schön sauber wischen und dann lässt es trocknen. Okay. Und wenn sich dann Fasern aufgestellt haben, dann kannst du nochmal rübergehen. Mhm. Aber in der Regel wird das nicht so sein. Weil das so fein ist, ne? Ihr spürt das dann, genau. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder ölen. Und da geht ihr auch wieder vor, wie beim letzten Arbeitsschritt,
als ob ihr eine Oberfläche abwischt. Und auch dort wieder nicht quer zur Faser, sondern immer schön längs der Faser mit. Ne? Und es gibt natürlich auch für das Hartwachsöl von Zalkus ein Härter. Das ist jetzt ein Härter zum Einrühren in ein 2,5 Liter Gebinde. Das ist auch hier. Mhm. Sprich, ihr rührt das Ganze ein und dann habt ihr eine Trocknungszeit nicht von 2-3 Tagen, sondern von 2-3 Stunden. Das heißt, eure Holzoberfläche trocknet viel, viel schneller ab. Das Möbelstück oder die Oberfläche ist viel, viel schneller fertig. Beispielsweise beim Parkettboden oder... Genau, oder Esstisch zum Beispiel, wo man den schnell wieder braucht. Und das Schöne ist an diesem Härter, dass die Oberfläche noch ein bisschen... Abriebfester. Ja, abriebfester, belastbarer ist als eine normale Gang, den wir gerade gemacht haben. Ne? Ja, gerade für Parkett macht das echt so Sinn, ne? Wenn man das dann nachölt oder so. Oder Terrassenboden oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Nein, also dieses Öl ist nur für den Innenbereich geeignet. Ah, okay. Für ein Terrassenöl gibt es wieder ein anderes Produkt. Wie gesagt, wir werden euch die Webseite mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Hm. Passend gibt es natürlich auch von Zalkus einen Pinselreiniger und wie gesagt alle anderen Zubehörteile, die wir hierfür jetzt verwendet haben. So, und wie ihr gesehen habt, ist das eigentlich eine ziemlich einfache Sache und für jeden Anfänger eigentlich auch gut machbar, finde ich. Ich finde auch das Ölen sowieso irgendwie... Das ich finde es schöner, ne? Ich weiß nicht, findest du Lackieren oder Ölen besser? Nee, ich mag auch lieber Ölen, weil man immer das Gefühl hat, es ist einfach natürlicher mit dem Holz. Und ich arbeite ja auch lieber zum Beispiel mit Kreidefarbe. Das ist einfach, die Poren bleiben offen, es atmet das Holz weiter. Es ist viel schöner, ne? Natürlicher. Und es ist irgendwie natürlicher, ja. Ich weiß nicht, was findet ihr besser, Lackieren mit der Rolle oder vielleicht mit der Sprühpistole? Geschmackssache. Fürs Ölen braucht ihr definitiv nicht so viel Zubehör wie fürs Lackieren. Na klar, kann man mit einer Rolle lackieren, aber wenn ihr eine wirklich tolle Oberfläche haben möchtet, müsst ihr wirklich schon mit einem Kompressor arbeiten, mit einem Sprühgerät. Und Atemschutzmaske und allem Pipapo. Ich bin ein Fan vom Öl. Wie ihr gesehen habt, ist es wirklich nicht schwer. Ne? Der einzige Fehler, den man machen kann, ist einfach zu viel Öl auftragen. Genau. Dass die Oberfläche ranzig wird. Ne? Genau. Ja. Genau. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das ganze Video hier gefallen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt den Abo-Button drücken und natürlich die Glocke aktivieren. Die Glocke. Drin. Ganz, ganz wichtig, damit du immer informiert wirst oder auf dem Laufenden gehalten wirst. Und natürlich den Daumen hoch und gerne einen Kommentar. Gerne einen Kommentar. Und wie immer, alle Links oder beziehungsweise alle Infos zu diesem Video findest du unten. Haben wir, glaube ich, schon 20 Mal erwähnt. Und unsere Instagram-Accounts findest du auch unten. Vor allem von Mrs. Handwerk. Ne? Von dir auch. Von mir auch, ja. Aber du brauchst noch ein paar Follower. Nee. Folg dir mal ein bisschen. Mir doch schon wieder. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.